Die vollgepanzerte Kampfmaschine und ab ins Parkhaus mit dem Ding. Yippie-yay, Schweinebacke. Ring-a-ring, Lester. All right, Lester. Drill's at the lot. Good work, but let's not get ahead of ourselves. There's a fair amount of prep work still to do. Alles klar, der Bohrer ist abgeliefert, da hinten steht er, schön auf dem LKW drauf. Willkommen zurück im Story-Modus von GTA 5 auf der PlayStation 4. Ja, was steht da oben? Platziere ein geeignetes Fahrzeug im Parkhaus der Bank. Es wird als Fluchtwagen benutzt werden. Alles klar, dann machen wir das doch. Ja, währenddessen stört es mich überhaupt nicht, dass ich hier mit einer schallgedämpften Kalaschnikow durch die Stadt laufe. Ich befürchte mal, dass die Autos da vorne nicht als Fluchtwagen geeignet sind, weil das Zweisitzer sind, ne? Oder? Aber wäre eine geile Karre. Wäre echt eine geile Karre. Komm, ich probier's mal. Oh, Alter! Entschuldigung. Ja, wusste ich doch, dass ich's nicht eignet. Ich wusste es doch. Aber das hier eignet sich, weil das hat 4 Sitze, ne? Also, Lady, Sie könnten Ihr Auto wiederhaben, wenn Sie möchten. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Eignet sich auch nicht als Flussfahrzeug. Es hat nicht genug Sitze? Da will ich verarschen. Okay, komm. Wir nehmen uns jetzt irgendwie... Ja, hier. So läuft das. Jetzt sagen wir aber nicht, dass die Kiste nicht genügend Sitze hat, sonst muss ich mir einen Bus besorgen. Yeah, eignet sich als Fluchtfahrzeug. Vielen Dank auch. Ups. Ah, der will sein Auto wieder haben. Ah, schleich dich. So, dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug für den Überfall. Wenn du dieses Fahrzeug benutzen möchtest, wähle Fluchtfahrzeug bereit, wenn du Lester anrufst. Ja, dann machen wir das doch mal. Kontakte. Lester, Fluchtfahrzeug bereit. Klingeling. Hey. I got something we can use for the getaway. I'll call you when it's in the parking garage. Okay, I'm not going anywhere. Gut, dann fahre ich das da rein. Jetzt überlege ich aber fast, ob ich die Kiste noch mal ein bisschen aufmotze. Und ich glaube, das sollte ich sogar unbedingt tun. Denn wir haben es schließlich mit dem letzten großen Raubüberfall zu tun. Ich denke, das wird ziemlich dicke werden, was da auf uns reinprescht. So, wo ist denn der nächste Alice Customs? Hier. Gut. Dann fahren wir dahin und motzen die Karre erstmal richtig auf. Es geht um Leben und Tod, das letzte große Ding. Dingeling. So, Alice Customs, da leuchtet uns doch schon die Leuchtreklame entgegen. Wo ist die Einfahrt? Hier wahrscheinlich, genau. Kann man noch rückwärts reinfahren? Nee, kann man nicht. Ja, komm, kriegst du es jetzt noch hin, in die Garage reinzufahren? Kriegst du hin, alles klar. Servus! Einmal Vollausstattung, bitte. Ja, zum Glück haben wir noch genügend Kohle auf der hohen Kante. Erstmal reparieren die Kiste. So, Panzerung. Aber die volle Ladung. Flupp. Bremsen. Ja, Rennbremsen. Motor. Auch die beste Leistung, schließlich eine schwere Kiste. Was haben wir denn sonst noch? Hupe ist nicht wichtig, Scheinwerfer ist nicht wichtig, Nummernschild schon gar nicht. Lackierung, Federung, ja. Wettkampffederung, alles klar, macht's stabil. Getriebe, Renngetriebe, hier siehst du mal nochmal richtig schön Beschleunigungsleistung. Ich glaube, das können wir bei dem Panzer auch gebrauchen. Turbo? Oh ja. Das hört sich richtig gut an. Und hört sich auch gut an. So. Reifen. Reifenzubehör. Schusssichere Reifen. Das ist das, was ich gesucht habe. Gibt es sonst noch irgendwas? Fenster. Alles Schnickschnack, ne? Das Auto werden wir eh verlieren. Ja, alles klar. Hört sich geil an. So machen wir das. Die vollgepanzerte Kampfmaschine und ab ins Parkhaus mit dem Ding. Yippie-yay, Schweinebacke.
Boah, uff. Alter. Hat einiges an Leistung, aber hat auch eine übelst harte Federung. Aber liegt dafür wie ein Brett auf der Straße, ne? Oh ja, das ist genau das richtige Fluchtfahrzeug. Geile Sache, ey. Warum habe ich denn nicht früher mit diesem Tuning angefangen? Das ist ja echt affengeil. So, rein das Ding. Einmal links bitte dem Verkehrsleitfaden folgen. So. Jetzt pass mal auf. Ist das euer Ernst? Ich soll das Auto auf dem Behindertenparkplatz parken? Wahrscheinlich kommen wir hin, ohne Scheiß. Wahrscheinlich kommen wir hin und die Kiste wird abgeschleppt. Ich sehe es kommen. Das kann nicht euer Ernst sein. Die verarschen mich gerade richtig. Na, zumindest die Mission haben wir bestanden. Also Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das Fluchtauto auf dem Behindertenparkplatz, das ist ja eine richtig gute Idee. Gut, was müssen wir noch besorgen? Einen Zug müssen wir noch besorgen. Alles klar, das machen wir im nächsten Video. Aber erstmal rufen wir Lester an. Hey Les, getaway cars in the garage. So, if we can just get a hold of the train, we'll be ready to hit it. Yep. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Den findet ihr hier unten, außerhalb des Videos. Weitere Aufnahmen von GTA 5 findet ihr in der hier verlinkten Playlist. Wenn ihr weitere Let's Plays sehen möchtet, kann ich euch zum Beispiel Alien Isolation empfehlen. Sehr cooles Spiel. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite. Und wenn ihr up to date bleiben möchtet, dann abonniert doch am besten meinen Kanal. Da würde ich mich noch mehr freuen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Euer MacRalph.